Herzlich willkommen, Feuergamer. Zack McFly wieder am Start hier mit. Ihr seht es schon, hier irgendwo No Man's Skies in VR ist jetzt schon ein Weilchen raus. Boah, letztes Jahr Sommer, August, September oder so, glaube ich, kam das schon raus. Ja, bis jetzt aber noch nicht auf unserem Kanal erschienen. Ich habe es selber schon, sag ich mal, zweimal gezockt. Einmal, als es damals rauskam und dann vor 2, 3 Jahren ungefähr, als der Online-Multiplayer rauskam. Und ja, deshalb ein bisschen kenne ich das, ist jetzt aber auch schon ein Weilchen her. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das jetzt einfach nochmal ein bisschen auf und einfach mal schauen, was passiert. Ich werde das so ein bisschen zusammenschnibbeln. Also jetzt kein normales Let's Play oder vorstellen. Ist ja auch Quatsch irgendwie nach einem halben Jahr. Ja. Einfach mal schauen, was passiert, und wir lassen uns ganz mit der Story mitziehen. Und ja, ich hoffe, es kommen ein paar lustige Videos dabei raus. Und ihr drückt auf Gefällt mir, abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt von mir. Exe, G-Bear, DeLorean, DNC, der ganze Trupp halt, genau. Schaltet wieder ein und viel Spaß mit dem Video. Dolare sind ja ziemlich kreative Namen. Linotartix. Ja, aber ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier noch einen neuen Planeten entdecken. Eigentlich dürfte das ja kein Problem sein. Bei der Anzahl. Den habe ich auch schon mal gesehen, oder? Den habe ich auch schon mal gesehen. Ja, jetzt bin ich hier direkt vollgekackt, oder was? Feindselig versagt, Empfehlung scannen. Führe einen Scan durch. L3, um Natrium zu finden. Der ist beschädigt. Das heißt, wir brauchen Ferritstaub. Sammle Ferritstaub. Das ist in diesen Felsen eigentlich. Hier haben wir ein paar. Ah, okay, mit dem Controller, alles klar. Dann haben wir ja doch ein bisschen Bewegungssteuerung. Ich wollte jetzt nicht mit Move zockeln, weil ich glaube, auf Dauer ist mir das einfach zu stressig. Und so das Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, ist, dass es beim Fliegen nicht so ideal ist, sage ich jetzt mal. Und jetzt, bevor ich jetzt anfange, hier die ganze Zeit zu wechseln. Ach du Scheiße. Seht ihr da unser Schild? Repariere den Scannerschaden. Da ist der Scanner. Und den reparieren wir jetzt mit dem Ferritstaub. So. Scanner. Wir suchen Natrium. Natrium ist da hinten. Es ist alles verseucht hier. Unser Schild geht langsam runter. Wasserstoff ist auf jeden Fall nie verkehrt. Ich sammle es mal mit ein. Okay. Jetzt brauchen wir das Natrium. Warte mal, das war hier. Pflanzen sammelt man so ein. Gefahrenschutz aufladen. Genau. Okay, den Gefahrenschutz brauchen wir auch. Und da sehen wir, das Schild ist ein bisschen aufgeladen. Gucke ich mal den Scanner. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Irgendwann brauchen wir auch dieses Wasserstoff. Das habe ich so im Kopf. Controller hat gerade gesponnen? Spinnen? Was ist die Vergangenheitsform von... Der spinnt doch. Der hat gesponnen, ne? Das klingt komisch, aber es ist doch gesponnen. Mein Controller hat gesponnen. Nehmen wir jetzt so hin. Das ist, wenn es nicht stimmt, dann ist das hier so eine Aliensprache halt. Und damit ist alles wieder okay. So, ich glaube, da unten, hier überall die Seuche. Überall ekelhafte Seuche. Da will ich auf keinen Fall rein. Die sind alle ekelhaft und gefährlich aus. Muss auf jeden Fall später den Controller mal wechseln. Irgendwie der rechte Stick spinnt ein bisschen. Aber das hält uns jetzt nicht auf.
Ich habe voll vergessen, wo ich dran war. Ich glaube, da unten ist unser Raumschiff, wenn ich mich richtig erinnere. Schiff ist geleert. Grund, Wächter, Intervention, bewusste Übertragung. Analyse, neue Iteration, generiert, Anomalie, Eindämmung, vorbereitet. Übertragung. Übertragung empfangen. Reise, reisenden Anomalie entdeckt. Anomalie ist fügsam. Position verzeichnet, Systemintegritätsscan initialisiert. Ich verstehe nur Bahnhof. Aber wir haben 30 Sauerstoff bekommen. Exo-Anzug, Initialisierung läuft. Untersuche das abgestürzte Schiff. Ach, das sind auch, glaube ich, so Signal. Signalsonden oder so, sage ich jetzt mal. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus hier. Unser Raumschiff. Die strahlende Säule BC1. Geil. Oh ja, ja, klar. Die Nummer lese ich jetzt auf keinen Fall vor. Aber wir haben auch eine Abkürzung. 4924G ist online. Atlas-Verbindung. Unregelmäßig. Oh nein. Startschubdrüsen offline. Impulsantrieb offline. Ich finde mich in einer seltsamen Welt wieder, ohne Ausrüstung und in Gefahr. Ich weiß weder, wie ich hierher gekommen bin, noch was davor war. Oh Gott. Das ist keine gute Ausgangssituation hier. Doch zumindest dieses Schiff scheint mich zu erkennen. Die Steuerung reagiert auf meine Berührung oder jedenfalls auf die meines Exo-Anzugs. Ich bin auch nicht tot und dieses Schiff ist eine Rettungsleine hinauf zu den Sternen. Ach ja, stimmt, hier kann ich auch meine Schilde und so aufladen, glaub ich. Wir verbinden mal unseren Exo-Anzug. Nicht verfügbar. Wir sollen eine Wartung durchführen. Okay, dann analysieren wir mal das Schiff, was alles hier kaputt ist. Impulsantrieb ist kaputt. Wir brauchen ein hermetisches Siegel und Metallplatten. Das war's. Impulsantrieb reparieren. Metallplatte. Alles klar. Sammle. Wir müssen Ferritstaub wieder suchen. Okay. Verlassen. Raumschiff verlassen. Der Ferritstaub. Ich glaube, da vorne gibt's das. Wo ist denn hier? Okay. Alle Produkte. Metallplatte. Und das andere ist noch gar nicht, glaube ich, da. So, wir brauchen auch nur eine. Das heißt, hey, das Schild ist doch voll. Was für eine Warnung kam da gerade? Impulsantrieb. Wir können hier schon mal ein bisschen reparieren. Ich spiele in das Gehäuse des Signals. Neben seiner Notrufübertragungseinheit enthält es eine Planetenkarte. Planetenkarte? Mitnehmen. Aha. Oho, das ist, glaube ich, neu. Öffne das Inventar. Okay, hier ist der Route. Planen. Alles klar. 800 U. Was ist das für ein Knopf? Das ist schon cool, ne? Das geht im Spiel so nicht. So flüssig hier. Zack, im Vorbeilaufen. Einfach so ein bisschen Kohlenstoff, ein bisschen Ferritstaub. Muss ich das eigentlich ganz töten? Ne, muss ich gar nicht. Alles meins. Eine Superzelle nähert sich. Oh Gott. Okay, okay, ich glaube, da kommt was. Oh, oh, Radioaktivität 7. Wie weit ist mein Ziel entfernt? Ziel. Wie kriege ich das angezeigt? Ich brauche Schutz. Okay. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Natrium einsammeln unterwegs. Sonst scheinen wir das, glaube ich, nicht zu überleben. In Höhlen. In Höhlen. Natrium, Natrium, Natrium. Wow, 10 auf der Skala fast. Okay, den hole ich noch. Der Rest ist mir zu krasser Umweg. Natrium plus. Oh, hey, hey, hallo, die können mir doch helfen.
Hallo! Könnt ihr... Seht ihr mich nicht? Unfassbar, ey. Hauen die ab wegen ein bisschen Strahlung hier. Sturm. 9,6. Minus 11 Grad. Und ich will auf jeden Fall ein Atrium Plus. Ah, oh, shit. Das kriege ich noch gar nicht. Aber das müsste reichen. Wir haben noch ein bisschen Natrium bei uns. Noch 190 U. Bis wir da sind. Ich lade jetzt zur Sicherheit schon mal auf. Ist mir sonst echt zu gefährlich hier. Dass wir durch diesen scheiß Urwald kämpfen. Okay, kein Problem, kein Problem. Da vorne ist ja ein Gebäude. Ich würde sagen, wir farmen hier noch. Wir farmen? Wir sammeln noch ein bisschen. Ich dachte, wir können uns kurz hinsetzen und ausruhen, aber nein. Immer weiter arbeiten. Nee, komm ich hier hoch? Cool. So, das ist hier so eine Station. Da oben ist eine blaue Wolke. Der Sturm hat sich auf jeden Fall gelegt. Wieder auf 5,4 runter. Also sind wir außer Gefahr. Und wir untersuchen jetzt hier diese Koordinaten. Das sind verschiedene Worte, ne? Hier ist so 3Z, 2Z, 1K, 2K. Interessante Sprache. Visier beschädigt, kann das Schiff nicht finden. Ja, okay. Die Vorräte wollen wir auf jeden Fall haben. Wenn er in der gleichen Situation wäre wie ich, dann wäre er doch, glaube ich, weg. Weil ich habe jetzt alles, was ich brauche. Okay, Kohlenstoff, Nanorohr. Wie komme ich nochmal hier rein? Okay. Kohlenstoff, Nano. Okay, macht Sinn, Kohlenstoff. Die Warnungen kommen aber auch extrem früh. Also ich würde sagen, es ist alles noch in Buddha hier. Okay, warte, Moment. Damit kann ich ja jetzt dann... Waffen, Analyse, Visier. Reparieren. So, dann mit L2. Okay, nice. Dein Raumschiff. 746 U entfernt. Hier fliegen überall Leute rum. Ich dachte, ich wäre alleine. Wo sehe ich eigentlich von meinem Jetpack rum? Was ist das? Gefährliche Flora. Analysieren. Ich habe sofort gesehen, dass es gefährlich ist. Sofort. School so... Fo. School so fo. Ach, so eine bist du also. Oh, also schön Sauerstoff da drin, ne? Schön den Sauerstoff hier. Dankeschön. Oh, ein bisschen Wasserstoff. Zack, 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 zack. Nehme ich alles mit. Fliegenfressende Pflanzen, die übelst groß sind. Das heißt, die Fliegen auf dieser Welt hier sind auch mega groß. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, ja? Also ich will auf keinen Fall von so einer Riesenfliege genervt werden. Muss ja schrecklich sein, ey. So kleine Fliegen fucken ja schon ab. Okay.
Repariere den Impulsantrieb mit dem mit diesem Siegel. Startschubdüsen. Die Wasserstoffgelee. Alles klar, okay, das kriegen wir hin, oder? Da, ich wusste doch, dass wir es brauchen. So, zack. Und jetzt hier noch reines Ferrit. Ich glaube, ich brauche so einen Automat, der das umwandelt, ne? Eine Raffinerie. So, ne, so kann man auch dazu sagen, ne? Oder halt so ein Automat. Kreaturenkugeln. Achso, so Köder für die Lebewesen. Ist, glaube ich, auch neu. Achso, okay, das Baumenü. Alles klar, ich erinnere mich. Wird platziert. So, jetzt können wir hier nämlich das Ferrit rein tun und dann tun wir hier von dem Verdichteten was rein. Ich glaube, der hält ein bisschen länger. Und starten den. Okay, wir fliegen. Umgekehrte Steuerung. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. So, das ist unser Planet also. Das ist ja echt schick. Dieses Rot ist echt schick, oder? Ein schicker erster Planet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch mehr Gas geben kann. Ich glaube, das kommt automatisch. Wir fliegen auf jeden Fall direkt mal ins Weltall. Ihr könnt das sehen, wie wir uns langsam hier vom Planeten entfernen. Und wir sind im Weltall. Test der Raumschiffsysteme. Was soll ich denn alles testen jetzt hier? Okay, teste den Boost. Okay, Boost ist getestet. Und Impulsantrieb. Aber den machen wir direkt vernünftig, oder? Und fliegen. Ich würde sagen, wir fliegen direkt in die Sonne. Impulsantrieb. Aktiviert! Ah, okay, 3, 2, 1, aktiviert! Was passiert jetzt hier? Wir werden einfach mitten im Weltall abgefangen. Von. Oh nein, es ist dieser. Von dem haben wir das Siegel geklaut. Du bist nicht. Nee. Allein. Folge. Okay. Eine seltsame Übertragung. Aber wir haben Koordinaten bekommen. Die geben wir sofort ein hier. Und wir haben die Daten erhalten. Und es ist dieser Planet. Der ist ja der Auserwählte. So, das dauert nur eine Woche, bis wir da sind. Ich hoffe, der Treibstoff reicht. Das sieht schon geil aus, oder? Das sieht schon geil aus. Okay, aussteigen. Ein neuer Planet. Ich sehe meine Anzeige nicht mehr. Unten links. Was ist passiert? Die ist noch nicht da. Zum Hochladen und Umbenennen. Okay. Susa. So, dann haben wir natürlich jetzt hier ganz offiziell den deutschen Deuteronomy. Das klingt natürlich viel passender. Aber egal, deutsche VR-Gamer haben sich jetzt hier in No Man's Sky offiziell verewigt. Heute von Zach McFly entdeckt. Was für ein erfolgreicher Tag. Ich glaube, ich kann gleich schlafen gehen und richtig gut schlafen. Aha, so ein. Oh, der Controller ist. Ich glaube, ich mache gleich doch mal einen Cut. Erste Folge wahrscheinlich dann ein bisschen knackiger. Vorher lernen wir aber noch das Wort Turpang.
Ja klar, das Wissen. Gib her dein Wissen. Der Name Viken geistert mir als Echo der seltsamen Vision durch den Kopf. Viken. 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 Was soll das heißen? Viken. Ich habe das Viken-Wort für Viken verstanden. Okay, wir wissen jetzt, es gibt die Viken und wir wissen, dass die Viken Viken heißen. Die kaputte Technologie, warum ist jetzt die hier so klein? Zeigen ein Signal, das entschlüsseln wir jetzt. Entschlüssle 16, 16, 16. Kein Treibstoff. Oh, das ist unser Freund, ne? Skid. Dem, die Identität haben wir angenommen. Aha, ein Terrain-Manipulator. Jawohl, das brauchen wir. Und ein Basiscomputer. Damit können wir dann eine Basis bauen. Oh, Wunder. Chromatisches Metall. Terrain-Multiplikator. Wäre auch cool. Okay, das ist easy, das ist easy. Easy, easy, easy. Kriegen wir schnell hin. Wir werden eigentlich so bescheuert hier geparkt, das gibt's ja nicht. Zack, 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 zack. So, durchsuchen. So, ah, das ist ein guter Punkt hier. Oh, ein Mikroprozessor. Ey, so viele Sachen hier in Ablenken. Ich durchsuche jetzt erstmal alles. Munitionen, geil. Licht natürlich an. Ich habe Angst im Dunkeln. So, ich würde sagen, wir speichern. Machen jetzt doch mal hier einen sauberen Cut. Controller ist kaputt, das ist doch schön. Guck, ich drücke nichts. Aber so gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Ne, es ist verwirrend. Das ist verwirrend. Ich muss einen neuen Controller nehmen. Ja, das war unser erster Einstieg jetzt hier in No Man's Sky. Wir haben unser Raumschiff repariert. Sind auf einem neuen Planeten. Aber noch in derselben, im selben Sonnensystem. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Wir werden auf jeden Fall, schätze ich, unsere Basis errichten hier und den Terrain-Manipulator noch bauen. Mit dem können wir dann schön ein paar Löcher bohren oder ein paar Felsen hochziehen. Das werdet ihr alles dann noch sehen in den nächsten Folgen. Schaltet wieder ein. Gut, gefällt mir. Und haut rein!